Hallo, willkommen. Heute machen wir Kartoffeleintopf für uns alle. Was brauchen wir? In eine Schüssel mischen wir Fleisch mit Ei und Vanillemehl. Dann reiben wir Zwiebeln und Weinen. Und geben sie dazu. Jetzt pressen wir Knoblauch. Etwas Salz, Pfeffer. Jetzt muss man da arbeiten. Alles gut zusammen mischen. Und los weiter. Ich verteile das Mehl auf dem Tablet. So, okay. Aus dem Fleisch rolle ich ein kleines Ballchen zu, rund und rein in die Mehl. Alle Kugeln müssen weiß sein. Jetzt machen wir den Herd an. Und braten die Fleischkugel. Nehmen wir den Topf. Jetzt die Kartoffel, ich schneide sie durch. Da kommt Ei und Zwiebeln rein. Wir schneiden Kartoffeln. Und ich schneide sie weiter. Jetzt Paprikaschote. Ein Teelöffel Paprikenpulver. Da kommt noch Tomatenmark und Butter. Ein bisschen Wasser. Dann mischen wir das zusammen. Nun lassen wir das 30 Minuten kochen. Die Kartoffeln sind weich. Dann geben wir die Fleischkugeln dazu. Und servieren unseren leckeren Eintopf. Guten Appetit!